Ja, bei uns ist Luca Stolz vom OH Security Team bei Schnitzelalm. Der Luca, einer der bekannten Gesichter hier im Starterfeld, bekannt zum Beispiel aus dem ADAC GT Masters, aber auch hier im Card Center Cologne bekannt, unter anderem beim VLN Fanpage Card Event auch schon mehrmals aufs Podium gefahren. Und dein erster Start beim 24-Stunden-Rennen hier. Wie gefällt es dir bis jetzt, Luca? Ja, die Atmosphäre ist wieder super hier, ist alles top organisiert. Ich bin schon die 24 Stunden von Limburg dreimal sogar schon gefahren, deswegen weiß ich so ein bisschen, wie so ein 24-Stunden-Rennen zum Thema Kartfahren abläuft. Ist natürlich alles nicht so, wie man das vom Auto gewohnt ist, aber dennoch Organisation alles top und ich bin auch super zufrieden mit unserem Team. Wir haben sehr wahrscheinlich nicht die beste Kart-Auslosung gehabt jetzt heute, aber ich denke, wir werden uns da über 24 Stunden schon nach vorne arbeiten. Du startest, wie gerade schon erwähnt, im OH Security Team bei Schnitzelalm Racing, eine ganz neue Mannschaft. Fahrer aus verschiedenen Motorsportklassen zusammengewürfelt. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Ja, ich meine, so ein bisschen haben wir uns schon kennengelernt. Wir sind letztes Jahr in der GTC auch gestartet, beim 24-Stunden-Rennen von Wackersdorf. Und haben uns da auch ganz gut eigentlich geschlagen. Deswegen, wir kennen uns schon so ein bisschen. Natürlich sind die Abläufe nicht so, wie man das zum Beispiel bei Avia, was ich als ein Top-Team einschätze, die Abläufe passen einfach nicht so perfekt. Also wir verlieren da schon noch ein, zwei, vielleicht auch drei Sekunden per Boxenstopp. Aber ich denke, so, wir sind jetzt noch über 23 Stunden oder 22 Stunden noch zusammen und ich denke, das harmoniert dann bis zum Ende. Wie sieht die Strategie für die nächsten Rennstunden aus und gibt es eine im Team definierte Zielsetzung? Ja, Ziel ist auf jeden Fall Spaß haben hier. Also wir sind hierher gekommen, um wirklich Spaß zu haben. Natürlich ist auch das Wetteifern immer dabei. Ich sag mal, wir wollen natürlich auch nicht Letzter werden. Die Strategie ist ja natürlich so weit wie möglich nach vorne zu fahren, möglichst keine Kollisionen, immer konstante Zeiten zu fahren und vernünftige Boxenstopps zu fahren. Und dann mal gucken, wo wir jetzt, wenn die Nacht vorbei ist, rauskommen. Der Kartsport, in dem Fall hier das 24-Stunden-Rennen in Köln-Rodenkirchen, für dich eine schöne Beschäftigung in der Winterpause. Die Winterpause geht aber auch demnächst wieder vorbei. Kannst du schon den Fans einen Ausblick geben, was Luca Stolz 2016 machen wird? Ja, ich darf mittlerweile wieder ein bisschen mehr sagen, sag ich mal. Ich werde bei Lamborghini fahren, habe dort einen Juniorvertrag bekommen, jetzt für das Jahr 2016. Werde bei Grassa Racing fahren, fahre die Blancpain Sprint und Endurance auf jeden Fall. Teamkollegen stehen derzeit noch nicht fest. Versuche auch das ADAC GT Masters zu fahren, aber das steht, wie gesagt, ich sag mal zu 75%. Und ja, danach werden wir schauen. Also VLN bin ich immer noch ambitioniert, da wirklich zu starten und es sind ein, zwei Teams interessiert, wo ich fahren könnte. Leider haben wir ein paar Überschneidungen auch wieder am Anfang mit dem GT Masters. Deswegen, das Quali-Rennen ist, glaube ich, zum Beispiel eine Überschneidung. Und ja, müssen wir schauen. Also ich würde auf jeden Fall gerne die 24 Stunden anpeilen, dass ich da auf jeden Fall auf dem, ich sag mal, gut besetzten Auto auch fahren kann, auf dem GT3-Auto. Und dann müssen wir schauen, was sich am Ende vom Jahr noch ergibt. Bevor es dann zurück auf die richtige Rennstrecke geht, erstmal hier noch gut 22 Stunden Kart-Action im Kart-Center Cologne. Wir wünschen dir dabei viel Erfolg, viel Spaß. Das ist ja die Hauptzielsetzung, wie du uns gerade erklärt hast. Dankeschön, Luca Stolz. Ja, danke auch.